Also es ist ein Schwein in Kombination mit einem Einhorn. Ey, wie cool ist das denn? Oh, ey, das sieht richtig gut aus. Ja, ist ein pinkes Einhorn, also sieht gut aus, muss ich sagen. Aber ist jetzt nichts Besonderes. Ja, ich glaube, wir könnten bei dem bleiben. Also das ist ein cooler Look, okay. Hey Leute, ich bin's, der Claudio, und ihr seid hier auf meinem Kanal Freunde. Heute gibt es ein neues Video, und zwar habt ihr schon im Titel gelesen. Heute lasse ich eure Pets, die ihr euch so vorstellt in Adopt Me, erstellen. Von ChatGPT, also künstlicher Intelligenz. Ich habe euch auf Instagram die Frage gestellt, ob ihr einen Wunsch habt, welches Pet in Adopt Me es geben würde und wie würde es aussehen. Und ich habe Antworten bekommen. Und ja, wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann jetzt einmal rüber auf Instagram und folgen. So, ein Drache und Hund. Ist nicht sowas wie ein Drachenhund, aber wir geben es jetzt mal ein. Okay, hallo. Ich habe jetzt geschrieben, dass er das in Comic-Stil machen soll und jetzt macht er das auch schon. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das aussehen wird. Ein Drache und Hund hat die erste Person geschrieben. Bin jetzt mal gespannt. Oh, ey, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube, einen Drachen und Hund haben wir doch. Sogar mit den Hörnern. Richtig, richtig schick. Ja, ich muss sagen, ich bin begeistert tatsächlich. Also sieht nicht schlecht aus. So, ich würde sagen, wir machen weiter. Ich lese mal weiter. Also so ein Schwein, aber ein bisschen Einhorn, was glitzert. Ich hätte sowas als Laterne im Kindergarten. Okay. Schwein kombiniert mit einem Einhorn, welches glitzert. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er es hinbekommt. Aber ich muss sagen, es macht schon richtig, richtig Spaß. Also eure Kombination mir anzuschauen. Und ja, falls Adopt Me hier mitschaut, Adopt Me. Nehmt euch hier die Ideen. Oh, okay. Ich guck mal nach, was für Zeichenstile es gibt. Also, ich habe es mal gefragt, ob er es im Cartoon-Stil machen kann. Aber ich muss sagen, das sieht auch schon richtig cool aus. Also, der Stil gefällt mir richtig. Also, es ist ein Schwein in Kombination mit einem Einhorn. Ey, wie cool ist das denn? Ja, ich glaube, wir könnten bei dem bleiben. Also, das ist ein cooler Look. Okay. So, ich guck mal weiter. Jemand schreibt wie du. Danke. Wie meine Katzen. Eine Mischung zwischen einer Katze und einem Einhorn. Okay, Einhorn ist sehr beliebt. So, jetzt eine Katze und ein Einhorn, habe ich der künstlichen Intelligenz gesagt. Lass mich schauen. Oh, ey. Das sieht richtig gut aus. Also dieses Pet sollte Adopt Me vielleicht mal ins Spiel bringen. Also wirklich, Adopt Me, greif zu. Ein pinker Hase mit einem Horn. Okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Glitzerelemente jetzt noch bei dem nächsten Pet dabei sind, weil ich glaube, dann hat er das jetzt für alle Pets übernommen, aber das war eigentlich nicht Sinn und Zweck. Wir gucken mal jetzt. Ja, ich habe jetzt mal geschrieben, ohne Glitzerelement. Also, das sieht cool aus. Wenn es jetzt alles in Pink wäre, würde es, glaube ich, richtig cool aussehen. Aber die ganzen Leute wollen immer etwas mit einem Einhorn gemischt. Das ist schon ein bisschen nicht sass, aber ja. Oh, das sieht richtig süß aus. Ey, richtig sweet. Finde ich richtig cool. Eine gelbe Kuh. Ich schreibe mal rein im Roblox-Stil. Vielleicht versteht der es ja ganz, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also ich muss sagen, die gelbe Kuh sieht schon lustig aus. Also, ja, ist lustig im Roblox-Stil. Er hat jetzt im Roblox-Stil halt mit den Vierecken so gemacht. Das sieht schon lustig aus, muss ich sagen. Ich gebe mal kurz ein. Ich gebe mal jetzt ein im Roblox-Stil eine Katze kombiniert mit einem Einhorn. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt bei rauskommt. Ja, ist lustig. Also das ist echt lustig, muss ich sagen. Ja, hat was auf jeden Fall. Ein flauschiges Meerschweinchen, okay. Aber gibt es nicht ein Meerschweinchen? Moment, ich guck das mal kurz nach. Ach, sie hat geschrieben, ein flauschiges Meerschweinchen, okay. Ich glaube, es gibt kein Meerschweinchen tatsächlich in Adopt Me. Und so würde es aussehen. Ey, hat was. Also sieht aus wie ein Hamster, aber es hat ein Meerschweinchen, ne? Ist schon nicht schlecht. Eine Mischung aus Bad Dragon und einem normalen Dragon. Farben wären schwarz mit neongrünen Akzenten. Was? Okay. Ein Drache mit Hauptfarbe ist schwarz mit neongrünen Akzenten. Boah, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe jetzt Akzenten falsch geschrieben, aber ist jetzt nicht so tragisch. Der erkennt das schon. Das heißt, auf die Rechtschreibung muss ich jetzt nicht so achten. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die künstliche Intelligenz das hinbekommt, weil das wäre krass. Warte mal kurz. Wir müssen das aber im Comic-Stil machen. Im Cartoon-Stil bitte. Weil das sieht richtig krass aus, ja, aber das ist ja ein echter Drache. Und ich möchte das ja sehen, wie es ungefähr im Comic-Cartoon-Stil aussieht. Oh ja, süß, süß. Also das hat was, der Drache tatsächlich. Hat wirklich was. Ja, eure Ideen sind echt stark. Ein blau-grünes Fantasietier mit Flügeln. Okay, das muss ich jetzt genauso eingeben. Okay, ein blau-grünes Fantasietier mit Flügeln. Mit einem Verlauf von blau zu grün
Und eine Mähne. Also das finde ich ja mal richtig, richtig gut geschrieben. Das interessiert mich jetzt auch, wie das Fantasietier aussehen wird. Blau-grün. Okay, da bin ich mal jetzt gespannt. Okay. Ist ein Fantasietier, sieht aus wie ein Reh, hat eine Mähne, ja, hat Flügel, blau-grün. Also es ist schon cool, muss ich sagen. Es ist ein Reh mit Flügeln, hat einen Schweif hinten, hat eine Mähne. Wow, also. Aha, ist auch so ein Reh mit einer Mischung aus Hund oder Fuchs. So, weißt du, das Gesicht ist ja nochmal anders. Ey, richtig, richtig gut. Also ich muss sagen, die künstliche Intelligenz macht schon Spaß. Also es haut schon richtig krasse Sachen raus. Pinkes Einhorn. Gibt es nicht ein pinkes Einhorn? Pinkes Einhorn. Komm, ich gebe es mal ein. Ja, ist ein pinkes Einhorn. Also sieht gut aus, muss ich sagen. Aber ist jetzt nichts Besonderes. So, hier schreibt jemand, ein Eismotzendrachen mit Lilatönen. Oder in lila Tönen, aber künstliche Intelligenz erkennt schon meinen falsch geschriebenen Satz. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er einen Eismottendrache erkennt. Eigentlich nicht, aber es hat was. Ja, es hat etwas. Also, man erkennt den Drachen, Eismotten, ja, also. Doch, hat etwas, aber ich bin nicht ganz zufrieden, aber es sieht schon nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also. Ey, künstliche Intelligenz, das ist schon nicht verkehrt, muss ich sagen. Also, und ihr habt auch tatsächlich ganz, ganz viele Sachen rausgesucht. Ich habe jetzt mal natürlich nur ausgefallene Sachen rausgesucht, weil es gibt manche Sachen, zum Beispiel ein Leopard. Weil wir können das jetzt mal eingeben. Ein Leopard ist halt, glaube ich, ganz normal. Ah, okay, ich habe eine Wartezeit. Aber Freunde, das passt ganz gut, denn das waren so, ich glaube, ungefähr mehr als 10 Ideen von euch. Wie fandet ihr eure Ideen? Soll ich in Teil 2 machen? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ich in Teil 2 machen soll. Ich fand eure Ideen schon richtig, richtig krass und auch richtig gut. Da bin ich ganz ehrlich zu euch. Ich finde es auch richtig krass, wie weit die künstliche Intelligenz ist. Also ist schon ein bisschen erschreckend, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwo cool, wenn man es halt cool benutzt oder gut benutzt, dann ist es wiederum doch ganz cool, muss ich sagen. Ja, soll ich einen Teil 2 machen? Soll ich vielleicht mal meine Dreampads, die es noch nicht in Adopt Me gibt, mal machen? Schreibt es mal auch in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.